Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 17 Ultimate Team mit Paxist. Wir hatten ja zwei ziemliche extreme Spiele beim letzten Mal. Einmal ein Spiel, das erste war, da haben wir komplett dominiert. Der Gegner hat, wir haben es nur 1-0 gewonnen, aber der Gegner hat keinen einzigen Schuss abgegeben im kompletten Spiel. Im zweiten Spiel war es fast umgedreht. Haben wir, glaube ich, 4 Schüsse abgegeben mit Verlängerung und dann total lucky 2-1 gewonnen, weil Benteke mal wieder ein Tor nach einer Ecke schießt. Schauen wir mal, wie die Spiele jetzt laufen. Ich hoffe, dass wir zwei einfache Gegner bekommen. Das würde mich zumindest freuen. Aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, logischerweise. Jetzt am Ende der Weekend League. Wir haben viele Spiele gewonnen. Und naja, da werden wir jetzt wahrscheinlich aufs Maul bekommen. Aber ich versuche das mein Bestes zu geben. Das ist immer möglich. Es ist immer möglich, ein Spiel zu gewinnen. Das haben wir im letzten Spiel gesehen. Egal wie gut der Gegner ist. Ach du Scheiße. Oh nein, er hatte das Glück und hat Reed gezogen, in vom Reed und Foot Champions auch noch Hazard. Also das ist natürlich mega lucky. Ich hoffe, dass ich halt auch Elite schaffe im Monat und dann... Schön gemacht von Reus. Dass ich Elite schaffe im Monat und dann auch wieder 11 Foot Champion Karten zur Verfügung habe. Schade. Aber Mali kämpft. Ecke. Aber wie gesagt, die Ecken in der Bundesliga wüsste ich jetzt nicht, wann wir das letzte Mal ein Tor geschossen haben. Mit Vidal relativ am Anfang, als wir Stindl getauscht haben. Aber ist auch egal, Müller hat auch nicht wirklich viele gemacht. Dann versuchen wir wieder auf Hummels. Oder auf Sokratis. Schön gemacht für Mali. Sokratis eiert immer noch davon rum. Oh, da hat er es nicht mehr geschafft, mit der Hand hinzugehen. Kleine Druckphase, aber bisher noch keine wirklichen Torgefahr ausgestrahlt. Also nur so Angst. Ja, haben sich leider beide richtig beschissen hingestellt. Musste einfach irgendwann das machen, sonst hätte er von alleine das dann gemacht. Krasser Pass. Da haben wir Glück, dass er den verkackt, aber das war ein ultra krasser Pass. Auf den habe ich nicht geachtet, also dass er da hinpassen könnte. Okay, er geht nicht kurz, das ist doch schon mal gut. Das war eine schlechte Idee. Diesmal klappt es schon eher. Van Aanholt wieder diesen schnellen. Da bin ich zu sehr auf dieser Seite da festsetzen, sondern muss auch mal wieder durch die Mitte gehen. Das war nicht der Plan. Ich dachte, Mali läuft. Oder Stindl läuft durch und ich kann dann auf ihn passen. Das hat auch nicht geklappt. Schöner Pass auf Reus. Was, dass Reed da mitkommt?
deckt echt gut diese Einwürfe ab. Kein Abseits, dieser scheiß Sonne, der ist so krank. Ha, er war zuletzt dran, danke. Danke, Pogba. Hat sich ja komplett gelohnt, dieser Seitenwechsel. Schweres Spiel, richtig schweres Spiel. Abseits, wollte ich schon sagen. Walker hat halt echt zwei richtige Raketen da. Das ist halt immer schlecht gegen mein Spiel, weil mein Spiel halt schon gerne mal mit über außen überlaufen arbeitet. Fuck! Bin am Überlegen, wie ich das Spiel am besten meister. Ich glaube aber auch nicht, dass wir hier mit einer anderen Formation wirklich gut fahren. Das Problem ist einfach, seine Defense ist perfekt gegen meine. Er hat halt diese schnellen Außenverteidiger. Er hat aber auch sehr schnelle konterstarke Angreifer. Also wenn ich eine andere Formation mache, mache ich es ihm auch wieder einfacher. Ich hoffe einfach nur, dass hier irgendwie mal einer runterfällt für mich. Also ihn jetzt hier spielerisch zu dominieren, wird extrem schwer werden. Und dann hat er halt auch noch dieses Quäntchen Glück mit seinem Van Aanholt. Oh, gerade wo ich ihn durchstecken wollte. Schweres Spiel, sehr, sehr schweres Spiel, sehr ausgeglichen, aber wie gesagt, meine Verteidigung perfekt gegen mich und sein Angriff, Konter, Geschwindigkeit. Ich kann mir nicht vorstellen, dass hier eine andere Formation was bringt. Ich könnte vielleicht ein 4-1-2-1-2 testen, aber ich habe ein bisschen Angst, muss ich zugeben. Also, das ist jetzt wieder so ein Spiel, wo beides geht. Wenn ich ein Tor fresse, denke ich mir, scheiße, hättest du nochmal gewechselt. Wenn ich wechsle und ein Tor fresse, denke ich mir, hättest du noch nicht gewechselt. Deswegen, ich glaube, ich bleibe auf Verteidigung. Stabile Verteidigung ist jetzt, glaube ich, erstmal wichtiger. Sollte ein normaler Pass werden und dann aber auch noch auf Pisscheck. Und nicht auf. Eieiei.
Wenigstens mal eine kleine Drucksituation. Das war eigentlich ein Foul an Mali. Oh, fuck you. Meine Ahnung, warum die Verbindung abbricht. Mann, Piszczek komplett frei in der Mitte. Der hätte einfach nur mal das Tor machen müssen jetzt. Dann hätte ich das Spiel hinter mir gehabt. Aber gut, der Gegner war ultra schwach. Ultra schwach, war ultra schwer. Ich meine, was soll jetzt bitte noch Schwereres kommen? Also, klar, ist immer möglich, aber na, musst du es abbrechen? Musst du nicht vorher mal, oder konnte nicht wenigstens vorher mal irgendwie ein Lackertor fallen oder so? Mann, Mann, Mann. Vielleicht haben wir jetzt wenigstens ein schwacheres Team beim Gegner. Oh, ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht. Okay, er hat einen 80er rechter Stürmer, aber das ist vielleicht nur wegen der Verbindung und dem Wechsel da jetzt aus, keine Ahnung, aber das Team ist auch krass. Okay. Neuer Gegner, konzentrier dich. Spiel noch besser nach vorne als gerade eben, das war nicht so gut. Na, stellt was um, dachte ich mir schon. Dieser Sissoko bleibt auf Garantie nicht als RF. Ach, Meusel, Meusel. Das ist halt, dieser Abbruch nervt, weil erstens lagen wir noch nicht hinten und zweitens, man konzentriert sich, man stellt sich auf den Gegner ein. Ich habe gerade angefangen, so ein bisschen Überhand zu gewinnen und dann kam der Abbruch. Es kann auch sein, dass es irgendeine Cheat-Möglichkeit doch gibt und er abgebrochen hat, weil er Angst hat, er frisst jetzt ein Tor. Ich habe keine Ahnung. Schön gemacht von Vidal. Scheiße. Stindl hat ihn nicht perfekt mitgenommen, aber die Idee war gut. Eigentlich schön gemacht von Sokrates. So ein gelacktes Dreckstor, ey. So ein gelacktes Dreckstor. Gibt's überhaupt nicht. Wahnsinn. Egal. Einfach konzentrieren. Ich bin jetzt einfach ruhig und schieße hier den Ausgleich.
Was ein dummer Assi. Geil! Oh, vielen Dank! Wir lagen 2-0 hinten, komplett lucky Scheißkacke und es bricht ab. Okay, also es gibt auf Garantie gerade wieder Serverprobleme. Ich werde mit euch, es gibt Serverprobleme. Weder der hat das abgebrochen mit Absicht, noch der andere. Und der hat jetzt halt einen Sieg gut geschrieben gekriegt. Glückwunsch. Oh, das ist dann wenigstens ausgleichende Gerechtigkeit. Nice, nice, nice. Weil dieses erste Tor war so krass, wie oft er den Ball wieder sich gelackt hat. Egal, nochmal, komm schon, Baby. Aber ich glaube, jetzt können wir echt wieder mit der Premier League spielen. Das heißt, wir müssen jetzt ein schnelles Tor schießen, falls es wieder abbricht, damit wir den Sieg gut geschrieben bekommen. Puh, mir ist so warm, wenn Pullover ausziehen, Moment. Ja, komm, wir spielen mit Weiß gegen Hell. So, Pullover erstmal in Ruhe ausziehen. Okay. Oh, auch ein sehr gutes Team natürlich mit. Er hat auch diesen Foot Champions Mané, Aguero und Hazard, aber insgesamt ist er halt nicht so überkrass wie die anderen beiden. Aber er kann halt trotzdem sehr gut spielen und der Angriff, der Sturm ist halt trotzdem mega gut, deswegen. Konzentrieren. Oh, bitte kein Dribbelverrückter. Oder Verliebter. Das war, glaube ich, der normale Roberto Firmino, oder? Sinnloser Ballverlust. Läuft gerade richtig geil. Ach, beim Gegner auch munteres Hin und Her. Hätte Arnautovic auch ein. Oh, drängt uns ab. Hätte Arnautovic auch einfach laufen lassen können. Den Ball. Ach du Scheiße, was war denn das für ein krankes, geiles Tor? Ich wollte eigentlich eine Flanke, also ich wollte Flanken, klar, ne? Aber ich wollte eine Flanke auf Benteke gespielt für einen Kopfball und dann dachte ich mir, okay, Mané steht da und ich wusste, du darfst den Ball nicht annehmen, du musst ihn jetzt Volley nehmen, das ist halt einfach so. Und er macht ihn wirklich, ach du Scheiße, was für ein geiles Tor. Richtig geil, aber die standen in der Mitte einfach so perfekt für eine Flanke. Wie gesagt, ich habe gedacht, komm, du machst mal eine Flanke an auf Benteke Kopfball. So, jetzt konzentrieren, komm, wir haben einen schönen Vorteil. Und den holen wir jetzt weiter raus.
Hatte kurz Angst, einmal zu viel auf Klären gedrückt, aber es geht noch gut. Außer Drehung, ey. Mit denen kann er mal verunglücken. Sollte. Oh. Nicht aufregen, sollte wo ganz anders hin. Schön gemacht von Reed. Ich muss vorher abbrechen. Ich habe ja gedacht, es klappt. Er hat wohl gedacht, er kann genauso eine Flanke spielen wie ich, oder was? So. Oh, Außenstand. Ich dachte echt, er macht ihn rein. Krass, das sah nicht schlecht aus. Körperstärke. Eigentlich hat man hier eine gute Körperstärke. Ich verstehe nicht, wo das Problem liegt. Bräuner hat keine gute Körpersteige. Schade. Boah, wäre das lucky gewesen, ey. Und der macht von Schmeichel. Sehr gut. Es wird ein schweres Spiel. Der Gegner ist nicht schlecht. Er ist ein bisschen aufgeregt. Das ist ein sehr ausgeglichenes Spiel bisher. Ich denke, unentschieden wäre verdienter. Deswegen freue ich mich über das 1-0. Das war ja auch so krank. Überhaupt schon mal eine Ecke?
Schön gemacht von Emre Can, von hinten raus. Ich sage ja, da gefällt mir irgendwie jetzt immer besser. Ich weiß nicht wieso. Also das gab es schon ein, zwei Mal so Spieler, die dann halt erst im Laufe der Nutzung, als wenn man sich dran gewöhnen müsste, wie man die benutzt, geil geworden sind. Und Emre Can gehört dazu. Da ist also, der fühlt sich mittlerweile richtig geil an. Vielleicht verkaufe ich ihn doch nicht. Zumindest nicht einfach so. Leider bleibt er nicht kurz, wie er hätte bleiben müssen, und geht von alleine lang. Abseits, sehr schön. Ah, hier und zuletzt dran. Ich wollte einfach klären, es war quasi geklärt. Jetzt leider zur Ecke, aber egal. So ein schlechter Pass. Fuck you, Mann. So dick war es kein Elfmeter. Okay. Kein Bock mehr reindeckeln. Nice. So, dann wollen wir mal eine Flanke auf Benteke machen. Dann macht man das 2-0. Dann ist das Ding hier nämlich durch. Okay, Benteke macht den Kopfball, aber leider kein Tor. Also klär doch einfach mal raus. Geil gemacht von Smalling und dann raff ich wieder nicht durch den Ball ab und drücke hier auf Passen, aber egal. So, und jetzt Hardcore-Zeitspiel.
Also, wenn ich das auch wieder gewinnen sollte, ist es auch wieder unverdient. Hier werden Unentschieden gerechtfertigt. Aber ich werde jetzt logischerweise das Zeitspiel weiter durchziehen. Schade. The fourth official has indicated there will be a minimum of 3 minutes of added time. Sehr nice. Oh, was für ein anstrengendes Spiel. Aber wie gesagt, nicht verdient. Dieser Sieg in Unentschieden wäre verdienter. Aber ich freue mich umso mehr. Was für ein Tor, ey. Mané, Vorlagen. Aspili hat diese geile Flanke gespielt. Weiter. Oh, ich wage es gar nicht zu sagen, Freunde. Aber wenn wir jetzt das letzte Spiel auch noch gewinnen, haben wir echt wieder diese 3 geschafft. Ach, wir werden bestimmt verlieren. Ich will nicht verlieren. Fuck, Mann. Oh, dass es wieder so knapp wird. Scheiße, ey. Das wird heftig. Das wird richtig heftig. Ich werde es jetzt auch einfach in der Aufnahme hier noch machen, das letzte Spiel. Ist mir egal. Oh, fuck, fuck, fuck. Oh, bitte, ich muss das gewinnen, ey. Ich muss richtig gut spielen. Komm schon. Scheiße, ich wollte mir das Tor nochmal angucken. Oh, jetzt war ich so mit Gedanken schon bei Elite 3. Oh, fuck, Mann. Komm. Streng dich an, Junge, streng dich an. Diesen einen Sieg noch, komm schon. Diesen einen Sieg noch. Komm schon. Konzentrier dich, mach keine dummen Aufbaufehler. Spiel das Ding gut runter. Vielleicht hast du ja auch Glück und bekommst einen schwachen Gegner. Immerhin kein überragendes Team. In Form Wildcard als Foot Champion, sonst nur normale Karten. Sind natürlich trotzdem gute Spieler. Wenn er gut spielt, dann ist das scheißegal, aber machbar. Komm schon, konzentrier dich. Konzentrier dich einfach. Schade. Schön gemacht von Vidal. So, vielleicht haben wir ja mal wieder Glück und machen mal wieder was nach einer Ecke, wäre auch nicht schlecht. Aber ich versuche es wieder hier hin zu flanken. Sokrates! Schade, haben wir Pech. Danke. Ach du Scheiße. Mist, das war natürlich ärgerlich, aber ich musste den Ball schnell wegbekommen. Schön gemacht. Nicht so schön gemacht. Oh
krass gemacht von Reus. Hätte mir den Ball nicht vorlegen sollen, ich Idiot. Hat ja diesen Info vom Walker. Ich Trottel, ey. Das ist natürlich ultra schnell. Geiler Vorteil, so eine halbe Sekunde, wenn überhaupt. Ärgerliches Gegentor. Oh, ich bin einfach komplett ruhig. Das Ding drehen wir jetzt noch. Werde ich das erste Spiel verdrehen. Weil hier, der passt zurück, sinnlos, dann macht Hummels einen komplett bescheuerten Schritt und egal, wir bleiben jetzt einfach dran. Drehen das Ding. Kann man über den Elfmeter nachdenken. Das ist rausgespielt, meine Freunde. Jetzt machen wir noch das 2-1. Come on. Ruhig bleiben, dran glauben. Außer Drehung, schweres Tor. Kommt viel zu frei zum Abschluss, aber man merkt halt, der Gegner spielt nicht schlecht. Viel zu weit, der Laufpass. Scheiße! Nicht aufregen, nicht aufregen. Bleib ruhig, bleib ruhig, bleib ruhig. Nichts passiert, bleib ruhig. Gemacht von Vidal. Schade, dass er abgefälscht wurde. Abseits. Has indicated there will be a minimum of 3 minutes at its time.
Schwerer Gegner, schwerer Gegner. Sehr schwerer Gegner. Aussichtlich nicht spielen. Das ist leider bisher so ein Spiel, das kann so rum oder so rum ausgehen. Bitte, lass es für mich ausgehen. Bitte, lass es für mich ausgehen. Aber ich merke schon, ich bin total also aufgeregt und ich denke viel zu sehr daran, dass ich das Spiel gewinnen will und so. Ich konzentriere mich nicht zu 100, ich kann mich nicht ganz so sehr auf das Spiel konzentrieren wie sonst, weil ich einfach weiß, wenn du es verlierst, scheiße, wenn du es gewinnst, oh mein Gott. Ich muss kurz runterkommen. Fuck! Come on, baby! Komm schon. Zu straff. Fuck. Wer war es, der steige Linke? Zu straff. Nein! Oh mein Gott. Hervorragend gemacht von Sokrates. Schönes Foul. Und Mali verletzt sich noch bei dem Foul, was nicht gepfiffen wird. Boah, haben sich gegenseitig behindert. Richtig glücklich, dass es da jetzt nicht 2-1 steht. Also jetzt wäre das 2-1 für den Gegner, ich will nicht sagen verdient, weil Hummels halt eigentlich den Ball hatte und er bekommt ihn halt wieder, aber es wäre auf jeden Fall nicht ungewöhnlich. Ganz in Ruhe weiterspielen. Sollte auf den Bele gehen dabei. Läuft nicht mehr gut. Also jetzt ist es gerade nicht mehr ausgeglichen. Jetzt geht's mit Tor. Fuck man, ich werde mal wechseln. Zumindest Reus erstmal.
Wenn wir das Spiel jetzt verlieren, wisst ihr, woran es liegt. Ich habe logischerweise Sommer nicht gesteuert. Ich habe sowas noch nie gesehen. Ich weiß nicht, was das war. Versuch gar nicht drüber nachzudenken, weil wenn ich das mache, dann drehe ich durch. Schön getunnelt, was für ein Drecks. Scheiß Lacker, ey. Das ist so zum Kotzen. Weniger jetzt das Zeitspiel, habe ich ja selber erst in Perfektion gemacht. Sondern einfach dieses dreckige Scheiß-Gegentor. Dieses geschenkte, verfickte Gegentor, ey. Dieses verfickte Scheiß-Gegentor. Sommer, oh, der kann nichts dafür. Das ist wieder das Schlimme. Nur wie diese verschissene Engine, ey. Dumm programmiert ohne Ende. Jetzt lackt er sich natürlich wieder den Ball. Spast, ey. Oh. Scheiß Lacker, ey. Uns kostet das wieder die Elite 3. Nur weil er sich so ein scheiß Drecks-Scheiß-Tor lackt, ey. Fuck you! Das regt mich jetzt gerade richtig auf. Meine Fresse, wir kriegen eh nichts mehr. Sobald wir den Ball haben, pfeift er ab. Wir haben es nicht geschafft. Und nur weil Sommer diese Scheiße baut, ey. Dummer Spast. Flankt jetzt eh rein, weil das Spiel durch ist. Nee, doch nicht. So eine Scheiße, so eine Elende, ey. Das regt mich richtig auf. Wenn wir das Spiel wenigstens normal verloren hätten. Aber nee, es muss so eine Scheiße mit Sommer sein. Oh, da kann ich mich jetzt gar nicht genug drüber aufregen. So ein scheiß Drecks-Fuck-Lacker, ey. Mann, wann haben wir denn das letzte Mal so ein beschissenes Tor geschenkt bekommen? Wann, bitteschön, wann? Meine Fresse, ey. So knapp davor, zweimal in Folge Elite zu sein. Oh, Wichser, ey. Eine unverdiente Scheiße wieder. Es war ein knappes Spiel, unentschieden. Verlängerung wäre absolut okay gewesen, aber nicht so. Und von mir aus kann er halt auch irgendein Lucky Tor selber schießen. Aber nicht so eine dreckige Scheiße, die Sommer verursacht.
Meine Fresse, ey. Fuck you. Das geht mir auf den Sack. Premier League 1, La Liga 1, Bundesliga 1, League 1. Oh Gott. Jetzt schaue ich mal noch, wie viele Siege ich in der nächsten Woche brauche. Also es sollte eigentlich nicht schwer sein. Dann im Monat den Gold zu erreichen. Wir haben jetzt 52. Wir haben noch nicht mal Gold? Ach, es sind noch 2 Wochen. Ach, es sind noch 2 Wochen, deswegen. Ich wollte schon sagen. Es sind noch 50 übrig. Aber ich glaube, wir haben es trotzdem gut gemacht, weil wir haben ja heute wieder 17 geschafft. Und der Durchschnitt wären 16 gewesen. Also haben wir auch heute wieder einen Sieg mehr als Durchschnitt erreicht. Wir brauchen also 80, wir haben 52 und noch 50 übrig. Das heißt, wir brauchen noch 28 aus 50. Das sind 14. 14 immer noch? Haben wir nicht mehr rausgespielt? Ich hätte eher mit 13 gerechnet. Also wenn ich nicht komplett blöd bin. Wir haben 52 gewonnen. Wir haben noch 50 übrig. Wir brauchen 80. Das heißt, wir müssen jetzt noch 28 gewinnen aus 50. Also brauchen wir im Durchschnitt 14 Siege. Ja, also ich meine, es ist machbar, logisch, aber es ist, wir haben auch schon 13 Siege gehabt. Oh, Wichserspiel dieses letzte. Scheiße, Mann, hat man wieder schön Elite 3 geschafft. Ich meine, klar, es gab auch vorher schon Spiele, die hätte ich verlieren können. Das eine Spiel hätte ich verlieren müssen, habe ich gewonnen. Das andere hätte unentschieden ausgehen müssen, habe ich gewonnen. Wir haben 2-0 hinten gelegen, der Server bricht ab, wir können das Spiel wiederholen. Also es lief ja schon lucky für uns, aber dass wir halt dann so eine aufs Maul bekommen mit so einer nicht mal, das habe ich noch nie gesehen, nicht mal andersweise habe ich damit gerechnet. Sommer passt den Ball und tricht ihn dann weg und noch zum Gegner, also doppeltes Pech. Erstens, dass Sommer meint, er müsste den Ball wegschlagen, was sinnlos beschissen ist, weil ich die Ballkontrolle hatte und kein Gegner in der Nähe war. Und dann tricht er ihn noch perfekt zum Gegner. Fuck! Bis zum nächsten Mal, euer Paxis. Keine Ahnung, was ich noch sagen soll. Nichts. Tschüss.